Was geht ab, meine lieben Rapper-Mittwoch-Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder beziehungsweise die ganze letzte Show angeschaut habt. Kurzes Fazit, wie war Heidelberg für dich, Digga? Heidelberg war das erste Mal da, es war krass. Die Crowd war dabei, die neuen Rapper, die wir gesehen haben, waren krass. Sekko war, glaube ich, so der Star der Cypher und hat auch im Battle gegen Jizzy gut abgerissen. Drop Dynamic war da, BMCL war auch stark. Auch wenn Barracuda halt für sein erstes noch ein bisschen noch nicht so on top war, aber ich glaube, er wird sich steigern und kann es kaum abwarten, wieder da. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Heidelberg, das hat man richtig gespürt. Das ist so eine überkrasse Hip-Hop-Crowd. Die waren so gut drauf, die sind so ekstasemäßig abgegangen. Richtig harte Props an eure Stadt. Ihr seid der Hammer, Heidelberg. So, was erwartet die Leute als nächstes? Als nächstes haben wir unseren Saisonabschluss am 1. Juni 2016 in Binu. Und da haben wir Cypher, wie immer, Battlemania. Da haben sich auch schon ein paar gute angekündigt. Ich will mal nichts verraten, aber es sind alte Hase dabei, neue Hasen dabei. Und die Award-Verleihung. Und dann on top kommt noch die BMCL. Apropos BMCL, da ist ja natürlich diese Situation. Einer der MCs ist krank geworden. Die Gesundheit, damit sollte man nicht scherzen. Und wir haben eine geile Alternative. Naja, was heißt hier wir? Also die Grundidee kam ja von dem guten Ben Salomo hier. Ich hoffe, es gefällt euch, ja? Und wir saßen ja alle zusammen und dann gab es halt diesen Fall mit, dass Battle muss abgesagt werden, weil Gesundheit geht nun mal vor. Da kann man nicht irgendwie ein Battle oder so dazwischen schieben. Man muss Prioritäten setzen und da ist die menschliche eigene Gesundheit auf jeden Fall Priorität Nummer eins. Und dann saßen wir auch am Tisch und meinten, wen geben wir welchen Award? Wir haben natürlich auch die Umfragen gemacht, die jetzt vor kurzem online waren. Und beim Newcomer Award war es halt auch echt schwierig. Wir haben ein paar Charakter gehabt, die jetzt in der Saison da waren. Aber für uns gilt es ja auch, wir entscheiden ja immer selber, für uns gilt es ja auch nicht nur, wer war am meisten da, wer hat mehr Champ-Titel und so weiter, sondern gerade beim Newcomer zählen noch ein paar andere Aspekte. Genau, und da waren wir uns halt auch nicht ganz einig und dann kam halt die Idee so, ey, wieso lassen wir nicht drum battlen? Zwischen zwei Leuten, die da auch schon in der Saison sehr aneinander geeckt sind. Ganz viel Zwistigkeit. Genau, und die können sich auch echt, ich habe jetzt mit den Jungs geredet, die können sich auch echt nicht riechen. Also das so kann man halt auf einem Battle-Weg wunderbar klären. Und deshalb gibt es einfach mal nächste Woche das Battle Finch gegen Guru, worauf auch schon viele angespielt haben, weil viele auch gemerkt haben, dass da viel Feuer herrscht. Und der Gewinner wird der Newcomer der aktuellen Saison. So sieht's aus. Und es sind auf jeden Fall zwei, die sich gut geben werden. Und wir sind gespannt, was daraus wird. Ich denke auch, das wird ziemlich geil. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Es geht halt um sehr viel. Und ja. Es gibt noch ganz wichtige Infos. Es gibt noch eine Aftershow-Party, darf man nicht vergessen. Ah, ja. Und was man nicht vergessen darf, wir sind auf dem Frauenfeld dabei. Ja, natürlich. Das kommt auch noch. Ich wollte das als allerletztes noch sagen. Aber ganz wichtig, seid am Start. Am 1.6.2016 im Club Binu, Saisonabschluss, Award-Verleihung, geile Cypher, schöne Battlemania, sehr geiles Special. Gugo und Finch battlen sich um den Newcomer und dann in der Sommerpause sehen wir uns auf dem Frauenfeld-Festival. Also seid am Start. Peace.